So, Freunde, Ankunft, Standort Tag 2 meiner Reise in Bedburg. Ich habe mich bis jetzt hier im Hintergrund in der Bedburger Mühle wieder einquartiert. Mein Beef Buddy muss morgen früh wieder arbeiten und es kommt noch jemand dazu. Den kennt ihr auch schon. Seht ihr nachher. Ja, und mit ihm zusammen fahren wir dann morgen weiter. Okay, dann schauen wir mal rein. So, Freunde, Bedburger Mühle, Zimmerkontrolle, Zimmercheck, klein und fein. Mir persönlich reicht es ja vollkommen aus, ist ja eine Nacht nur. Und ja, dann kann ich meinen Laptop dabei hinstellen. Wunderbar. Toilette, Dusche. Oh. Ah ja, da komme ich gerade noch so rein mit meinem Kessel. Und ja, jetzt warten wir mal auf den Nachtzügler, sage ich jetzt ganz einfach pauschal. Okay, Leute, wir sehen uns dann später. So, Freunde, der zweite Teil des heutigen Abends ist gekommen. Treten Sie näher. Hallo. Ja, und Ralf, den kennt ihr ja auch schon. Und ja, irgendwie gehört er auch dazu und hat es verdient. Ach. Und auch du kriegst eine geile neue Grill-Junkie-Tasse. Ich muss mal auspacken, um zu zeigen, ob die wirklich so geil ist. Ja. Ja, ist ja gar nicht, ist wahrscheinlich nur auf der Außenhülle drauf. Aha. Ja, und das wird meine Arbeitstasse. Der weitere Abend, also heute gibt es definitiv kein Grillrezept. Wir sind auch nicht direkt beim Beef Buddy, sondern bei seinem Daddy. Ja. Und weißt du, was wir machen? Bei Beef Daddy sozusagen. Genau, weißt du, was wir machen? Wir veräppeln am Beef Buddy. Dem sagen wir jetzt einfach, er kriegt keine Tasse, ich habe pro Station bloß eine eingeplant. Ja. Das machen wir jetzt die heute. Hat halt. Jo. Okay. Aber der kriegt natürlich dann noch eine. Dann laufen wir jetzt mal los und wir sehen uns dann nachher. Komm. Läuft das Ding? Ja. So, Freunde, wir haben jetzt noch einen kleinen Grillsportumweg gemacht. Wir sind ein bisschen weiter gelaufen, sind beim Supermarkt vorbeigegangen, weil ich habe ja vorher noch ein kleines Nickerchen gemacht und da hatte ich eine saublöde Idee und die werde ich einfach beim Daddy vom Beef Bunny nachher auf dem Grill ausprobieren. Aber lasst euch da überraschen, es ist wirklich nur ein reines Experiment. Experiment, ja genau. Gut, wie weit haben wir noch? 5 Kilometer, nicht 700 Meter. Ah ja, sind wir gleich da. Leute, mittlerweile angekommen, da hinten schmust einer mit seiner neuen Fahne. Geil, oder? Ja, der Daddy vom René ist natürlich auch hier. Wir sind hier bei dir zu Hause. Ja, bei mir seid ihr. Ja, also dann fangen wir mal hier an. Für dich habe ich was mitgebracht. Eine schöne Grill-Junkie-Tasse. Eine Grill-Junkie-Tasse. René, du gehst mit der Tasse leider leer aus. Die habe ich mir schon immer gewünscht. weil ich pro Station ja bloß eine eingeplant habe. Ja, ist egal, schick's mir. Aber ich habe heute Nachmittag noch ein Nickerchen gemacht und da habe ich was geträumt. Was denn? Das möchte ich heute unbedingt ausprobieren. Dass du uns Frühlingsrollen im Bacon einwickelst und uns die grillst. Okay. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Hat der alles so im Schlaf so träumt, ne? Wahnsinn, jo. Wahnsinn. Chinesische Johnny-Träume gehabt, oder was? Und das mit der Tasse war nicht. Für dich habe ich natürlich auch eine. Ja, sehr geil, danke schön. Gut. Schön, dass du da bist. Was gibt es Leckeres heute? Wir haben Short Ribs, Beef Ribs. Ja. Ja. Die er schon seit 2 Uhr auf dem Grill hat. Mhm. Und da werden wir mal probieren, ne? Jo. Also die sagen, sind mal übrigens meine ersten Chuck Short Ribs. Weiß ich, hast du schon mal welche gegessen? Sagt mir jetzt eigentlich weniger was. Also die sahen vor der Dämpfphase super lecker aus. Vor der Dämpfphase? Die sind jetzt. Schauen wir mal, wie sie jetzt die aussehen. Die sind jetzt am Dämpfen und das dauert noch ein klein bisschen, aber sahen super aus. Werden sie aus. Noch geglazed. Also wie gesagt, wir machen heute einfach nur einen lustigen Abend, ohne jetzt spezielles Grillvideo. Bis auf das, was er hier in der Hand hat.
Aber sogar deine Lieblingssoße dabei. Oh, cool. Okay, Leute, wir sehen uns nachher wieder. Also, René. Ja? Genau wie der Philipp. Leg doch mal dein Handy weg. Das ist eins Blogger live. Dann würde ich mal sagen, du wirst uns gleich die Frühlingsrollen zubereiten. Kann das sein, dass einer Hunger hat? Ja. Na ja, gut. Dann muss ich das wohl machen, ne? Und hier kommt ein Bierchen, aber nicht für mich. Für den Ralf. Das gebe ich gleich weiter. Aber du musst eine ganze Flasche Jackie Cola trinken, ne? Genau, weil... Jackie. Das wird ja... Das trinkt hier sonst keiner. Das ist zu viel. Ja, was trinkt hier sonst keiner? Das ist zu viel. Also so viel kann ich auch nicht saufen. Ja, ja. Was sagst du jetzt noch? Ralf hilft dir. Ja, und da haben wir einen Beefischer beim Chipsfuttern. Und nebenbei die Frühlingsrollen einwickeln. Mhm. Also ich bin ja echt gespannt. Das sind übrigens Hähnchen mit Hähnchenfleisch, die Frühlingsrollen. Hähnchen, Schweinchenfleisch drum. Also ich bin ja mal echt gespannt. Ich auch. Ob das was wird. Machen wir mal weiter, ja. Jo. Lassen wir es schön einwickeln. Und ja, nachher schauen wir sie dann an, wie sie auf den Grill wandern. Ja, da steht der einfach auf und tut die Frühlingsrollen schon auf den Grill drauf. Ja, klar. Ja, jetzt warten wir mal und gucken wir mal, ob er sie uns richtig macht oder ob er es, naja, sie verbrennen lässt. Wird nichts verbrannt hier. Leute, ich tue mir jetzt einfach mal her. Ich bin jetzt zu voll zum Aufstehen. Was hast du denn da jetzt noch drauf gewuchtet? Das ist, das weiß ich nicht. Weil... Ich habe das gekauft und zwar war das was Besonderes. Es gibt hier in der Nähe irgendwo einen Hof, der hat Galloway-Rinder. Und da habe ich mir so ein Paket von diesem Galloway-Rinder geholt. Der hat das alles so eingepackt und vakuumiert und ich habe nicht drauf geachtet und habe nicht drauf geschrieben. Jetzt weiß ich nicht, was das ist. Ich hoffe, am Ende schmeckt es einfach und dann ist alles gut. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall, das ist schon weg, ne? Ja, sieht auf jeden Fall irgendwie cool aus. Wenn mir einer sagen kann, was das ist, dann bitte. Beinscheibe. Wollte ich gerade sagen, Beinscheibe. Hey, echt jetzt? Quatsch. Ja. Nee. Das ist ein Beinknochen da mittendrin. Sollte man vielleicht eher schmoren. Okay, dann sehen wir dann gleich. Ja, Selbstversuch. Sehr schön. Auf alle Fälle kriegen wir ja jetzt doch noch ein bisschen Grillmaterial in der. Raus aus meinem Cola, du Wespe. Ah, sie hat gehört. Ja, auf alle Fälle kriegen wir heute jetzt doch noch ein paar schöne Aufnahmen vom Grill. Ich brech zusammen. Sag den Spruch jetzt nochmal. Ich habe gesagt, du möchtest wahrscheinlich wissen, ob dein Traum auch ein Traum bleibt oder ein Albtraum wird. Ja, das werden wir nachher wissen, wenn wir die Frühlingsrollen probieren. Ja. René, warum bist du immer so wehleidig? Ich auch gar nicht. Das ist aber mal, wie sagt der Ralf, die neue und alte Version. Ich hab die neue Version. Das ist die neue Version, ja. Guck mal hier. Wenn du hier zumachst, zack. Ja, wer bringt auch seine Finger rein? Ja, hier. Ja, du bringst auch alles fertig. Beinscheibe. Ja, jetzt schauen wir hier nebenbei Dirkie Boy an und ja, der René ist hier schon fleißig am Schnibbeln. War das jetzt die Beinscheibe oder was war das? Das ist jetzt Beinscheibe, ja, ja. Okay. Oh. Direkt die Bienen hier, das schmeckt auch mal. Stimmt voll zäh, ne? Probierele. Könnte auch Flankchip sein. Ja. Also, zart war es nicht. So viel kann man ja verraten. Und mir persönlich, meins nicht. Aber René, wie hat es dir selber geschmeckt, persönlich? Geschmack her ist jetzt gar nicht verkehrt. Ist halt, ist nicht, ist kein Filet, ne? Das muss man mal dazu sagen. Es war anscheinend wirklich eine Beinscheibe, okay, die ich jetzt gegrillt habe. Also. Die Blechle, die Beef Ribs sind da. Ja. Ja, und was machen die Frühlingsrollen? Ja, die sind lang. Ja, so 2, 3, 5 Minütchen noch und dann können wir die auch mal probieren. Jo. Auf alle Fälle sieht das alles doch schon mal ganz gut aus. René, dein Fleisch vorher. Mein Fleisch vorher? Ja. War, glaube ich, nicht so ganz der Erfolg. Ach, das eben? Ja. Nee, das war nicht ganz so der Erfolg, nein. Nein, nein. Das war sehr, da vorne liegt's.
Man vergreift sich schon mal in der Truhe. Der Hund wird sich noch freuen, Gott sei Dank war es nicht gewürzt. War nicht gut durchnummeriert. Ja. Hast du einen Hund? Nee. Der Nachbarshund. Ja. Aber wenn es mal nichts wird, dann kann man das auch sagen. Ja, dazu muss man stehen. Kann auch sagen, wenn er Mist gebaut hat? Ja. Klar. Jetzt ein bisschen, ja. Ich habe ja auch keinen YouTube-Kanal, wie soll ich denn besser wissen? Nee, ich habe einfach in die Truhe reingerichtet, ich wusste nicht, was drin ist. Es war anscheinend Suppenfleisch. Ja, passiert, ne? Hätten wir schmoren müssen. Also während der René da so rumsteht, ist sein Daddy viel mehr aktiv. Oh, du bist ja so gut zu mir. Ja, es geht doch nichts um unsere bayerischen Freunde. Jawohl. Jetzt wird's lustig. Ja. Ich denk, ja. Tu sie doch mal runter. Wo muss ich denn hier jetzt noch irgendwo Plätzchen nehmen? Hier. Du kannst ja nur noch Bier haben. Ja. Ja, dann werden wir die mal probieren, während der René die Bifold erst einmal gläsen tut. Die Cola hast du, Glaze und? Barbecue Hawk Sauce. Okay. Und The Barbecue Sauce Cola. Genau. Du doch so sehr. Ja. Ruhe da drüben. Also, man sagt, er kann schneiden. Gesehen habe ich es auch noch nicht. Jetzt probieren wir es mal hier zu schneiden. Schatz, und eine Cola habe ich hier. Okay. Also das ist jetzt erst einmal bloß das Randstück, aber da ist auch schon Füllung dabei. Bin jetzt gespannt, ob die auch dementsprechend durch ist. Heiß scheint sie zu sein. Hier werde ich schon wieder von einer Wespe attackiert. Genau. Und wie ist Frühlingslolle à la Parma? Probier auch mal. Barbecue-Sauce kann man natürlich auch noch drüber tun. Und schmeckt? Hab ich gut gekocht? Schneidze. Sag die Wahrheit. Er sagt immer die Wahrheit. Also ich mag ja die Frühlingsrollen ab und zu mal wirklich sehr gerne. Aber ich muss sagen, so ist sie mal noch besser. Hier, das passt bisschen noch. Schön, schön in Bacon gewickelt. Also ich finde sie mal richtig klasse. Geil. Ja, ich probiere mal. Jo, wie machst du dein Probierrolle? Ich habe noch ein bisschen Barbecue-Soße drüber getan. Damit passt sie bestimmt super. Oh, die sitzt ja heiß. Die ist bocke heiß. Der Bacon ist schon mal gut. Also wirklich sehr heiß. Ist auch eine? Geschmack ist gut. Was ich liebe, ich mag die halt sehr lieber, wenn die richtig schön kross sind, also aus der Fritze halt, ne? Ja. Beim Chinesen und so. Ich mag die also, wenn die jetzt auch im Backofen gemacht werden würden, wären die auch nicht so meins, aber vom Geschmack her. Es ist ungewöhnlich, aber ich glaube jetzt mit der Soße ist bestimmt noch ein bisschen geiler als mit Barbecue-Soße. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Süß-sauer. Also ist okay, ne? Sagen wir mal so. Man macht es jetzt nicht jeden Tag, aber die Idee an sich, oder es mal ausprobiert zu haben, warum nicht? So als schnellen Snack nebendurch, zwischendurch. Leute, der Jackie fängt schon zum Bocken an. Mal jetzt hier. Jo. Bei mir kommt auf jeden Fall Sweet Chili Soße drauf, weil da bin ich ein absoluter Fan von. Ach,
geht aber wirklich. Also, na gut. Warum auch nicht? Im Endeffekt kann ich auch Schweinefleisch nehmen. Ja. Ist gut. Hm. Ich glaube, ich mache die sogar nochmal. Ja. Also, das ist, ich bin sowieso Frühlingsrollen-Fan. Das ist gut geworden, muss ganz ehrlich sagen. Mal anders. Frühlingsrolle mal anders. Hm. Ja. Mit dem Bacon ist es und die ist nicht so fett, ne? Ja, mit dem Bacon. Haben die in Fett nochmal nachgebraten? Ja. Also, ich würde mir wünschen, dass der Grill-Junkie noch ein paar mehr Träume hat. So, Ralf, jetzt erstmal. Genau, Freunde, der Beweis, dass das mit den Frühlingsrollen und dem Bacon wirklich sehr lecker war, liegt hier vor mir. Wir sind tatsächlich gerade nochmal losgefahren und ja, da habe ich ganz einfach nochmal ein paar Frühlingsrollen geholt. Weil jeder, wo hier hockt, will noch mindestens eine oder zwei essen. Ja, aber erst nachdem es die Beef Ribs gegeben hat. Der René, der Hundling, holte immer das Zeug raus, ohne irgendwas zu sagen. Und dabei machen wir hier doch ein Video. Und immer hat er sein Handy in der Hand mit seinem blöden Instagram. Locker. Wir machen YouTube. Ja, ja. Aber auch manchmal anders. Jo, dann schnibbel doch mal an hier. Mal gucken hier. Jo, okay. So Leute, ich habe mich hier schon mal ein Probiererchen abgeschnibbelt. Der Nudelsalat, kann ich gar nichts dazu sagen. Ralf, was ist das für ein Nudelsalat? Das ist der von den Sizzle Brothers ohne Mayo. Von den Sizzle Brothers ohne Mayo. Na gut, okay. Probieren wir mal. Mein Favorit. Hier, guck mal hier. Guck mal hier, sagt er. Guck mal hier. Hier, kannst du den Brot gar nicht schneiden. Kannst du hier. Kannst du Pulled Beef machen, ne? Aus den Dingern. Mach mal aus dem Pulled Beef. Ja, ne? Also, probieren wir mal. Erst einmal Fleisch. Boah, nur leider nichts zu trinken. Mhm. Mhm. Boah. Mehr. Kommt gut. Mhm. Mehr. Oh, hör mal gut raus. Mhm. Du musst das klein. Mhm. Ja. Hm. Aber wir haben keinen Hund. Also du hast den Nudelsalat bloß nachgemacht? Der ist von dem Rezept von den Sizzle Brothers, genau. Den findet man auf der Seite auch. Ne? Entschuldigung Sizzle Brothers, aber daheim schmeckt nur der Nudelsalat besser. Also jetzt nichts gegen dich, deine Künste sind gut. Aber den, was wir daheim immer kriegen, schmeckt mir persönlich besser. Jeder Geschmack ist natürlich verschieden, aber essen kann man. Also, nicht, dass du jetzt beleidigt bist, essen kann man auf alle Fälle. Nein, also ich habe auch... Mir fehlt die Mayonnaise. Wenn man Mayo-Fan ist, dann passt natürlich der Nudelsalat ohne Mayo nicht so ganz. Das ist nämlich das Problem. Okay, Leute, wir essen jetzt und ja, schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. So, Freunde, für den heutigen Abend würde ich dann mal dieses Video für beendet erklären. Ja, schon angefangen? Nein, wir sind satt. Ja, wir sind ja morgen noch zusammen unterwegs. Das ist dann Tag 3. Und drehen wir mal hier so langsam die Cam. Auf den René. René? Ja. Ich sag jetzt ganz pauschal einmal, war schön wieder hier. Ja, mich gefreut, dass ihr wart. Besonders hier bei dir, Guido. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bestimmt, oder? Jo. Dann mit Brot. Was? Ja. Ich hab da noch was für dich. Du hast noch was für mich. Also ich verspreche, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, mache ich 2 Brote. Ah, ja. Das verspreche ich. 2 Brote. Aber jetzt bin ich gespannt, mit was der René herkommt. Ah. Was denn? Mein neuestes Gewürz hier hast du noch gar nicht probiert. Ja, ne? Ja, komm her. Na, ist das nicht schön? Da bin ich. Der Butter. Der,
Mach dir mal eine schöne Kräuterbutter damit, hä? Wenn du ja, mal keine Lust hast, Kräuterbutter. Kräuterbutter. Nimmst den Kräuterbutter. Mhm. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja noch auf der Tour zum Einsatz. Ja. Okay, Leute. Tag 2 beendet im Video. Wir machen hier jetzt noch gemütlich weiter. Werden nachher noch unsere anderen Frühlingsrollen in Bacon einwickeln und die auch noch verspeisen. Also, in diesem Sinne. Ja, obwohl ich glaube, ich hätte auch noch was anzubieten. Aber wir machen mal einen kurzen Break und gleich kommen wir wieder rein. Okay. Also die zwei sind gerade reingekommen. Der René hockt hier mit einem großen Fragezeichen auf dem Kopf. Mir ist wieder eingefallen, was da jetzt kommt. Du hast natürlich absolut gar keinen Plan. Ja, glaubst du, ich sag dir jetzt was? Hä? Wir sind doch Fuß hingekommen. Ich sag dir gar nichts. Ich sag dir jetzt mal gar nichts. Was hab ich gemacht? Hab ich irgendwas gemacht, wo ja, man mich. Du bist schuldig. Wo man mich jetzt mit verarschen könnte? Ja. Volles Programm. Warum? Du bist jetzt fällig. Warum macht mein Vater da mit? Jetzt sind wir jetzt echt mal zu denken, ich war doch vor euch hier. Ja, das macht ja gar nichts. Das macht gar nichts. Alter. Schönen guten Tag. Ich hätte da noch eine Kleinigkeit. Ach Quatsch. Ja. Der Jared einen, der hat in Fulda ganz heftig, so hat mir der Lars das gesagt. Schöne Grüße übrigens hier an den Lars Reinecker. Der hat mir gesagt, das hättest du ganz viel angetatscht, das kriegt er jetzt nicht mehr verkauft. Ne? Und damit du das dann auch von deinen Griffel da wieder pflegen kannst, hast du einmal ein Pflegeset mit einem Schwämmchen, das gehört dazu, wenn du mal ein bisschen eingeschnitten hast oder was. Ne? Und das hier ist so eine Art Spardingens, das hat halt nicht mit dem Messer Rückseite oder was. Da kannst du auch das Mehl mit ab, wenn du Pizza dafür vielleicht machst. Dafür ist das Plastikteil gedacht. Ja, und dann sollte ich dir mal... Jetzt schaut er wie ein UFO. Das sollte ich dir mal übergeben. Also wir hatten da so ein bisschen drüber gequatscht und waren uns dann hinterher einig und haben gesagt, wie gesagt, verkaufen kann man es nicht mehr, weil du zu viel angefingert hast. Ein richtig geiles Brett vom Lars. Alter. Ja, ich bin selten sprachlos, aber tut ja, auch. Ne? Krass. Wir hatten ja drüber gesprochen, ne? Dass dir das gefallen könnte. Ja, also ich... Ja, jetzt hast du natürlich immer noch das Problem, wo stellst du es unter in die Küche, ne? Ich wollte gerade sagen, das war das größte Problem. Also die Bretter vom Lars fand ich ja schon immer sehr geil. Ja. Aber meine Frau hat ja immer gesagt, ich habe schon zu viele Bretter. Aber ja, natürlich nicht so schön. Er hat sich entschieden, das hier zu lassen. Ja, also. Okay, Leute. Bevor die sich da drüben jetzt um das Brett schlagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, Tag Tour 3 dann. Bis denne. Ja, er sagt sie mir, du hättest das.